Du hättest gewünscht, dass ich über dich schreib, gleichwohl es abgelehnt, du warst so. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es etwas zu sehen. Ich hab dich nie verstanden, du warst so ill und verschlossen. Bin mir sicher, du hast dem Bild von dir nie entsprochen. Da war nie Freundschaft, weil du das Leben nicht liebtest. Du feierst mehr den Lifestyle einer Eremitin. Alle Kraft und Energie lenktest du in deinen Kopf. Du zelebriertest Schweigen, doch hast Ruhe nie gemocht. Alter, du warst wie der Riddler, nur nicht so bös. Niemand hat dir deine Rätsel gelöst. Da ist so viel schief gelaufen, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du diese Überforderung nicht hinterfragt? Chemie hätte nicht geholfen, aber Menschlichkeit. Kein verkanntes Genie, nur ein Mensch, der schweigt. Hast dich immer überschätzt und die anderen waren schuld. Was dein Ziel? Die Enttäuschung nie am Anfang der Geduld. Du bist an dem Anspruch an dich selbst gescheitert. Hast wohl die Welt von dir selbst befreit, was? Manchmal war diese selbstgerechte Art echt zum Kotzen und ich weiß, es klingt hart. Zumal das alles hier posthum für dich entsteht. Egal, was du sagen würdest, ist es nicht zu spät. Letztlich 150 Sachen gegen eine deutsche Eiche. Macht es dabei 4 weitere Leute zu Leichen. Mir von Anfang an suspekt. Ich hatte Schiss vor dir, aber keinen Respekt. Und vielleicht tue ich dir Unrecht, wenn ich jetzt über dich schreibe. Aber diese eine Sache war zu viel miese Scheiße. Zurück zu dir und deinem Kult um Männlichkeit. Du dachtest, deine Härte konkurriert mit der Unendlichkeit. Hast immer zu diesem Kampf und deine Wut geübt. Du hast anderen nur Leid getan und zugefügt. Irgendwann ist dir das ganze Übel, was du selbst verursacht hast, auf die Füße gefallen. Und da half auch keine Bruderschaft, kann über den Verlauf der Dinge auch nur spekulieren. Aber ich hab auch nichts mehr zu verlieren. Ich stell mir vor, du hast die Stufen zu Fuß genommen, dich mit Suft betäubt, darüber noch Mut gewonnen. 1000 Bilder sind dir durch die Kopf geschossen, du hattest Angst vor dem, was kommen sollte und hast es doch genossen. Ein Gedanke galt vielleicht auch mir. Mein Schicksal hing mit drin, es ist dir nicht allein passiert. Du sahst die Stadt von oben in dieser letzten Nacht und du warst zum letzten Mal ganz groß und voller Macht. Dann der Schritt ins Leere, du spürtest Windschnittigkeit, Slow-Mo, irreal, wie in Sin City vielleicht. Der Boden des Endes hat kein Wunder gebraucht. Vielleicht haben sie gelogen und du bist untergetaucht. Voller Lebensfreude, warst auf jeder Party sowas wie eine Nebelleuchte. Immer drauf und immer gut gelaunt. Wortwörtliches Open End hast du gebraucht. Du wurdest nicht satt von Brot, aber von dessen. Du warst von diesen Flashlights chronisch besessen. Die Erde war eine Disco-Kugel und du ihre Milchstraße. 24-7, es gab niemals eine Chillphase. Ein Leben in Ekstase wurde für dich Standard. Jede Bille, jedes Bömmchen war auf dich ein Anschlag. Dass es destruktiv war, hast du weggelächelt. Dein mieser Zustand hat uns echt beschäftigt. Das ist meine Entscheidung, hörten wir gelegentlich. Du stelltest dich gleich darauf wieder chemomäßig neben dich. Irgendwann hast du dann deine Wohnung gekündigt und dich kurz darauf mit Koka entmündigt. Alltägliches Leben wurde schleichend dir dann fremd. Wo hast du eigentlich in der letzten Zeit gepennt? Ich weiß noch, ich wollte dieses Buch empfehlen. Du konntest nur noch Wirkungen im Blut verstehen. Du hast dich entschlossen, so den Schluss zu erleben und dich für immer dem Genuss hinzugeben. Hast die Scheiße wie Bonbons gefressen an diesem Abend und bist im Morgengrauen in einem Sessel eingeschlafen. Ist es Selbstbestimmung in höchster Konsequenz oder ist es eine Missachtung des größten Geschenks? Ich kann das nicht entscheiden, das ist eine Nummer zu groß. Ich sehe nur die, die bleiben mit ihrem Kummer im Schoß. Ist es Selbstbestimmung in höchster Konsequenz oder ist es eine Missachtung des größten Geschenks? Ich kann das nicht entscheiden, das ist eine Nummer zu groß. Ich sehe nur die, die